Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann ihr mir jetzt zuschaut. Ich bin Thomas Weyers, ich bin Piratenparteimitglied und kandidiere auch für den Deutschen Bundestag. Dieser kleine Podcast bezieht sich auf eine Anfrage, die ich heute an den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen geschickt habe. Warum? Ich war gestern als ehrenamtlicher Rettungsassistent beim Schloss Berge Festival in Gelsenkirchen. Das ist ein für Gelsenkirchen recht großes Fest, auf dem alle Jugendlichen, Erwachsene und Familien umsonst Musik hören können und Bier trinken, sich eine Bratwurst reinziehen, etc. Die Polizei fing dort sehr, sehr früh an, in der Nähe der Bühne, wo ich auch mit dem Rettungswagen stand, mit einem Überwachungsfahrzeug der Hundertschaft die Massen zu filmen. Und wenn ich sage die Massen, dann meine ich ein paar hundert Leute, die vom Nachmittag an vor der Bühne standen, sich Reggae-Musik angehört haben und später die Coverbands. Warum reicht das jetzt aus, um eine Anfrage an den Innenminister zu schreiben? Denn kleinlich bin ich da eigentlich nicht. Und einfach nur wegen der Wahlkampfzeit mache ich mir die Mühe auch nicht. Es ist so, dass ich mir die Fragen gestellt habe, wo bleibt die Verhältnismäßigkeit? Da sind ein paar hundert Leute, die ganz ruhig so auf der Wiese sitzen, sich die Musik angucken und keine Art von potenzieller Gewalt zu erkennen lassen. Da laufen immer wieder Mädchen und kleine Personengruppen von der Bühne an uns vorbei, hinter der Bühne weg war ein Ausgang, in diese Richtung dieses Ausgangs und der Kameraarm schwenkt diesen Personengruppen nach. Wirklich unbedeutenden Gruppen. Und eine blonde Dame im langen Rock um die 20 ist nicht zwingend etwas Bedrohliches, wenngleich ich Verständnis habe, dass man gerne die Kamera hinterher schwenkt. Doch fängt da die Verletzung der Persönlichkeitsrechte an, die ich persönlich sehr, sehr schwierig finde. Überwachung darf nicht einfach so stattfinden. Wenn sie bei Fußballfesten Spielen stattfindet, wo man weiß, da sind aggressive Gruppen und die zeigen die Aggressivität auch. Hey, kein Problem. Da ist aber noch was Schlimmeres passiert. Und das reicht für mich, eine Anfrage an den Innenminister zu schicken. Denn das zeigt, dass auch die Polizei scheinbar weiß, dass sie Dinge tut, die nicht immer verhältnismäßig sind, in Bezug auf die Aufklärung von Straftaten oder auch die Prävention. Ein junger Mann kam mit seinen drei Freunden zu uns am Rettungswagen, suchte einfach so das Gespräch. Das passiert oft so, wenn wir mit Blaulicht auch so rumstehen mit unserem roten Jacken, sind wir Ansprechpartner und das nehme ich auch gerne wahr. Also ich bin da gerne als Ehrenamtlicher, um mit den Leuten zu sprechen. Der hat mir sehr gut dargelegt, warum er jetzt gerade diese Situation mit dem Polizeiüberwachungswagen überhaupt nicht so schön findet. Er hat seine Angst artikuliert darüber, an jedem Ort jederzeit überwacht werden zu können und kriminalisiert werden zu können. Die Zivilcourage, die er da am Tag gelegt hat, die fand ich genial, denn er ist zu diesem Polizeiüberwachungswagen gegangen, der nicht weit vorweg stand vor meinem Rettungswagen in Hörweite, grob, und hat gefragt, was macht ihr da, was ist das da für ein Arm? Und da hat die Polizeieinheitsführerin, denke ich mal, heißt es, zu ihm gesagt, das ist ein Funkmast, damit verstärken wir unsere Funkrufweite. So eine Aussage finde ich schon krass. Den Bürger, wenn er schon kommt, so zu belügen und hinters Licht zu führen, ist eine Art und Weise, die ich nicht begrüßen kann. Der junge Mann war ja nicht doof, der wusste, das ist eine Kamera und sagte dann, hey, ich sehe da die Bildschirme, ich sehe ja, dass ihr uns beobachtet. Warum lügt ihr uns überhaupt an? Und die Reaktionen dann waren sehr, sehr, sehr peinlich. Also die Polizei blockte das Ganze sofort ab, wurde grob beleidigend, auf jeden Fall gering wertschätzend und hat in der Körpersprache, also aufbauend, ja, wir haben hier, wir sind breit, und auch in einer verbalen Form zu erkennen gegeben, mach hier nicht weiter, sonst kriegst du Ärger. Ein Armutszeugnis, leider. Denn eigentlich schätze ich die Arbeit der Polizei. Und ich kann tatsächlich auch verstehen, dass man Tunnelblicke entwickelt. Gerade wenn man in Gelsenkirchen, Duisburg, Oberhausen, in Dortmund, in der Nordstadt oder so im Einsatz ist und jeden Tag mit Gewalt konfrontiert ist, die man auch gar nicht provoziert. Aber wir sind dafür angetreten und arbeiten dafür. Nicht nur als Piraten, sondern als Bewegung. Ein Verständnis dafür zu schaffen, dass diese Maßnahmen der grenzenlosen Überwachung so nicht akzeptabel sind. Und wenn bei so einem Familienfest Schloss Berge, Gelsenkirchen,
die Polizei so sich positioniert und so darstellt, dass sie jeden filmt und das mehrere Leute sehr unangenehm fanden und auch ich in meinem Rettungswagen immer wieder in der Kamera stand und gefilmt wurde, der ich garantiert als öffentlich bestellte Sicherheitsmaßnahmen keine Gefahr darstellt, ja, dann sollten wir Nachfragen stellen. Und ich würde gerne wissen vom Innenministerium und vielleicht auch von Herrn Jäger selbst, wenn er sich dazu bereit erklärt, wo die Maßregeln oder die Regeln für den Kameraeinsatz bei Veranstaltungen festgelegt sind, wie diese aussehen, warum ein paar hundert Leute in den Nachmittagsstunden, an den Abendstunden sicherlich ein paar mehr, das ist gar keine Frage, da war es dann voller, einfach so in den Fokus der Polizei kommen können, gefilmt werden und potenziell kriminalisiert werden. Und warum sich Polizisten in unserem Land die Frechheit herausnehmen, Bürger, die ein Recht auf Informationen haben, auf Ehrlichkeit, so zu belügen und wichtiges Vertrauen einfach in den Boden zu treten. Ich freue mich auf die Antwort.